Hey, guck mal. Du verdienst zwar mehr Geld als ich, aber ich habe einen besseren COC-Account. Nee, das läuft in meinem Alter dann nicht mehr so, ganz klar. Hallo Leute, ich wollte mal was Neues zeigen. Und zwar, ja, man ist ja öfter mal bei eBay unterwegs, gibt mal einfach so Clash of Clans ein. Und ihr wisst ja selber, habt ihr bestimmt auch schon mal gehabt, habt ihr gesehen, oh, für was sind die Accounts weggegangen und so weiter und so fort. Grundsätzlich wäre ich ja mit dem Verkauf von Accounts immer so ein bisschen vorsichtig. Habt ihr das vielleicht schon früher mal erlebt? Es fing in meiner Meinung nach so mit WoW-Accounts an. Da ging es dann richtig um dieses Hardcore-Hochleveln und Verkaufen von diesen hochgelevelten Accounts, dass da wirklich teilweise kleine Kinder für, naja, bezahlt wurden, kann man nicht sagen, irgendwie dafür missbraucht wurden und dann eben die ganze Zeit nur extrem gesuchtet haben da irgendwie. Und ich rede nicht von, oh, das ist ja ein cooler Job hier, so nach dem Motto, ich spiele hier so lange, wie ich will und fertig. Nein, bis darüber hinaus natürlich. So war das ja früher auch mal in Medien. Aber die Sache, die, hier, guckt euch das mal an. Grundsätzlich scheinen da sich viele Gedanken drum zu machen und wirklich auch so ein bisschen Geld damit zu verdienen. Hier zum Beispiel haben wir einen Clash of Clans Farm Service. Ja, was beinhaltet der? Ja, es soll wohl darum gehen, dass 24 Stunden der Account überschrieben wird, sozusagen, dass derjenige ihn bekommt. Er sagt auch von wegen, ja, Ausweiskopie und so weiter und so fort. Und mehr oder weniger garantiert er eine gewisse Menge. Grundsätzlich 9,50 €, klar, bevor ich mir jetzt sage ich jetzt mal, die 1200 Gems gönne und mir dafür was hole. Zum Beispiel Elixier oder eben Gold, kann ich natürlich dann auch gleich sagen, gut, okay, komm, geben wir mal richtig Gas und lassen wir das hier mal krachen. Aber ganz ehrlich, ich denke, ihr kennt meine Meinung dazu grundsätzlich. Ich finde wirklich, wenn ich jemanden dafür bezahle, dass er mir meinen Account hochfarmt, dass ich volle Lage habe und so weiter und so fort. Ja, wo ist denn dann der Spaß für mich dabei? Aber gut, wie gesagt, das nur mal so eine Sache. Bloß da scheinen sich echt richtig viele in Anführungsstrichen eine goldene Nase zu verdienen. Oder jetzt zum Beispiel so eine Sache, die ich angebe, die finde ich eigentlich schon ein bisschen sehr kurios. Hier haben wir nochmal einen Farm-Service. Aber hier, guckt euch das mal an. Okay, nur ein Euro, ja, aber ein Level-4-Packer, okay. Und jetzt kommt der Knaller. Das wird wirklich gemacht. Also hier, guckt mal, wenn wir jetzt mal in seine Bewertungen reingucken. Da seht ihr, zack. Zack. Ich meine, ist ja schön für diejenigen, die dann gesagt haben, oh cool, ich habe mal einen Level-4-Packer. In Ordnung, logisch. Aber ja, will ich dafür jetzt unbedingt einen Euro loswerden? Aber gut, das soll jeder selbst für sich sehen. Bloß ihr seht halt, also mit diesem Spiel kann bzw. wird auch ordentlich Geld gemacht. Jetzt gucken wir mal ein bisschen weiter, weil jetzt haben wir damit schon ein bisschen angefangen. Jetzt wollen wir natürlich ein bisschen weiter bohren. Und jetzt gucken wir mal rein hier. Ihr seht mal, beendete Angebote. Und jetzt bin ich mal ein bisschen daran interessiert, weil grundsätzlich bin ich ja eh so ein kleiner eBay-Suchti. Ich denke mal, das habt ihr vielleicht schon mal mitbekommen. Und gehen wir mal auf höchsten Preis zuerst. Ja, also hier, okay, so eine Sachen, das ist ja fake, einfach nur so. Aber jetzt gucken wir mal, was wirklich so realistisch wirklich mal über den Tisch gegangen ist. Ah, ich hätte gern, hier, guck mal hier, ich hätte gerne mal so eine Sachen sind halt so, wo ich sage, kann sein, klar, ich meine Level 162 reden wir davon und wir reden von, wenn meine Augen das richtig zeigen würden, ich guck mal, ich gehe mal gerade rein hier, reden wir von knapp 4K-Pokis, also da geht schon ein bisschen was auf jeden Fall. Aber so eine realistischeren Sachen sind für mich einfach so eine, wo dann wirklich mehrere Gebote drauf sind. Hier haben wir Max Town Hall 10. Klar, wenn mir jetzt jemand sagt, oh naja, aber wenn man das selber hochleveln würde mit Gems, ist man ja viel teurer. Ich hatte ja vor kurzem mal gesagt, hier in den Rezessionen von Clash of Clans findet man das wieder, dass ihr ja, wenn ihr alle Mauern upgraden würdet, mit Gems 2.700 € bezahlen würdet. Von daher ist man da natürlich richtig gut dabei, würde ich sagen. Und hat man hier ein Maxed-Out-Dorf. Aber ganz, ganz wichtig, meine Frage hierbei. Ihr kauft euch dieses Dorf. Ihr kauft euch, und ich muss ja sagen, es ist ja noch nicht mal, ihr seht selber, ihr seid ja noch nicht mal komplett Maxed-Out. Also
Mauertechnisch geht da ja, würde ja theoretisch noch was gehen. Aber ganz ehrlich, was macht man mit dem Dorf? Klar, man ist unter seinen Kumpels und wie auch immer ist man der kleine Hero. Also klar, in meinem Alter kann ich damit natürlich nicht wirklich prahlen und sagen, hey, guck mal, du verdienst zwar mehr Geld als ich, aber ich habe einen besseren COC-Account. Nee, das läuft in meinem Alter dann nicht mehr so, ganz klar. Da sollte man dann eher ja, ruhig sein und nicht sagen, ich spiele COC. Aber ich mache es trotzdem super gerne. So, aber wie gesagt, ja, Truppen, klar, die sind alle so weit maxed. Und da sehen wir auch, dass der King und Queen auf 40, also die sind richtig komplett maxed. Aber ganz ehrlich, es sind einfach mal 855 Euro. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wie seht ihr das? Sollte man sich sowas kaufen? Oder sollte man sein Geld lieber in Gems investieren? Was würdet ihr machen, wenn ihr jetzt sagen würdet, ihr hättet, sage ich jetzt mal, 900 Euro bekommen von wer weiß wo, wie auch immer, Tante Hilde? Dann, ja, was würdet ihr da machen? Würdet ihr sagen, ach komm, ich möchte es lieber selber machen und möchte sagen, ach hier komm, ich hole mir Gems dafür? Klar, geht natürlich eine Menge, ganz klar. Oder sagt ihr, ach nee, eigentlich würde ich ja lieber so ein gemaxtes Dorf haben. Aber wie gesagt, also ich bin wirklich der Meinung, da ist doch denn der Spielspaß weg, oder wie? Sehe ich das anders? Alter, 1,5 Milliarden? Ja, kranker Shit, Alter. 1,5 Milliarden ist schon echt eine Menge Holz. Aber wie gesagt, wie seht ihr das? Und gucken wir einfach nochmal weiter, so diese Standardbeträge, sage ich mal. Wenn wir jetzt weiter runtergehen, sage ich mal. So um und bei 300 Euro oder sowas. Hier, das ist auch so eine Sache, wo ich sage, naja, ob das wirklich reell war, ist die nächste Sache. Jetzt gucken wir aber mal, was ich gehe mal nach Auktionen, nicht nach den Sofortkaufgeschichten. So, hier, wenn wir hier mal so sind, scrollen wir mal ein bisschen runter. 400, das ist alles, wo ich sage, da sind ganz andere, also Level 120 für 400. Also entweder er hat megamäßig Glück gehabt, ja, weiß ich nicht, weil das sind eigentlich meiner Meinung nach schon nicht mehr normale, weil dann müsste ich ja jetzt fast überlegen, ich meine, ich mit meinem Account bin jetzt Level 112, klar, ich muss dazu sagen, meiner ist ja. Klar, dann müsste ich mit dem zweiten mehr oder weniger den komplett hochballern, weil meiner entspricht ja realistisch, sind wir mal ehrlich, Level 95 oder sowas. Aber egal. Aber hier, guck mal hier, Level 40 Champs, also Level 40 Heroes würde ich jetzt mal tippen. Und dass er eben Champ ist. Aber weiß ich nicht. Also finde ich, ist noch relativ viel, aber ich sag mal so, irgendwo im Bereich 300 Euro hier so, hier. Da seht ihr jetzt mal so einen realistischen Wert, denke ich mal, was man auch wirklich, weil öfter wird man ja mal gefragt, oh ja, was ist mein Dorf wert und wie auch immer. Da denke ich, ist das so ein realistischer Wert, der erzielt werden kann für ein Level 150 Dorf. Wobei man aber auch sagen muss, guckt euch das mal an. Das ist sogar. Also hier, wir haben hier den Minenwerfer. Ja, ich wollte ihn gerade anklicken. Ja, schönes Ding. Wir haben den Minenwerfer hier noch nicht maxed out. Und wir haben hier die Minen sind eben, die Sammler sind auch noch nicht maxed out. Also da ist noch ein bisschen was nach oben hin machbar. Und eben auch die Mauern sind längst nicht gemaxed. Und da war dann eben 360 Euro. Einfach mal, vielleicht, ihr könnt ja einfach mal schauen, was euer Account so mittlerweile wert wäre. Aber wie gesagt, was haltet ihr davon? Sagt ihr, also weil wie gesagt, ich halte es ganz klar damit. Wenn ich mir da irgendwie was kaufe, dann ist es einfach wirklich so eine Sache wie beim Cheaten. Ich bekomme was, was ich ja normalerweise eben mir wirklich mühselig erspielen muss. Und wenn ihr, klar, wenn man an einem bestimmten Teil eines Spiels nicht weiterkommt, das ist auch so eine Sache. Dann sagt man, nee. Und irgendwann hat man teilweise keinen Bock mehr. Ganz klar. Das ist natürlich auch doof, klar. Aber was sagt ihr dazu? Wie ihr sagt, wie würdet ihr das machen? Würdet ihr es überhaupt so machen oder nicht? Und das wäre mir einfach mal super wichtig. Da können wir mal ein bisschen drüber philosophieren. So, und hier bin ich wieder. Hier möchte ich euch jetzt nochmal kurz meinen neuen Account, nein, kein Troll-Account wie bei Fred, nein, weil ich diese Antwort bekommen habe, wo ich auch sage, ja,
Genau. Und das fand ich richtig cool. Also das finde ich mittlerweile auch an der Community einfach mega genial. Wo es dann, klar, dieses Kommentar dagegen war ein bisschen sehr krass, dolle. Aber die Sache ist wirklich mal die. Es ist halt nun mal ein Spiel, ganz klar. Und viele haben eben ähnliche Ideen. Also wie gesagt, wenn ich jetzt auf einmal einen neuen Account mache, dann hat das bestimmt nichts damit zu tun, dass ich das von Fred abgeguckt habe. Und da wird er mir garantiert eben auch recht geben, weil ich was ganz anderes vorhabe damit als er. Aber egal, wie gesagt, wenn es aber trotzdem Überlappungen gibt, ist das doch ganz normal. Es ist ein Spiel, was in Anführungsstrichen nur begrenzte Fähigkeiten oder begrenzte Sachen eben zu machen hat. Wenn man da eben auf einer Wellenlinie mal liegt, ja gut, okay, dann ist das so. Aber so, weit fertig. Und wie gesagt, dann hatte ich auch die Nachricht bekommen von wegen, ja, du machst Besuche wie Fred. Ja, mache ich. Und? Ich habe direkt damit angefangen. Direkt von, als ich angefangen habe mit YouTube, waren so die ersten Videos wirklich Bogenchecks. Sie hießen einfach Bogenchecks. Und da kannte ich auch Fred noch nicht. Und von daher, also wie gesagt, ich habe auch gar nichts gegen Fred. Fred ist eine geile Sau. Nee, aber wie gesagt, da eben so eine Sache wirklich, ich habe das gar nicht nötig. Einfach irgendwo anders was abzukupfern oder wie auch immer. So, aber jetzt nichtsdestotrotz, ich würde sehr gerne mal schauen. Also, ich habe noch 3 Minuten, die möchte ich natürlich. Ich will jetzt nicht meine Gems wasten, weil ihr wisst ja selber. So, so sieht es momentan aus. Ich habe momentan gefarmt. Ja, bald bin ich an meiner ersten Mille dran. Aber man denkt, erste Mille? Wie? Ich spiele jetzt seit, ich will nichts Falsches sagen, seit etwas über einer Woche, glaube ich. Wie gesagt, nicht irgendwie suchtimäßiges Verhalten, sondern wirklich, was weiß ich, wenn ich jetzt am Arbeiten bin oder sowas und ich warte auf den Kunden, dann zücke ich mal kurz mein Handy, klicke darauf rum, wie ihr alle das macht. So sieht's aus. Woran erkennt man meiner Meinung nach, dass es mit dem Account richtig gut weitergeht? Ganz klar, wenn die Bauarbeiter zu tun haben. Und das probiere ich einfach wirklich dauerhaft durchzuziehen. Klar kann man mal einen als Reserve haben oder wie auch immer, ganz klar. Aber so grundsätzlich, dass ich den immer schön was hinwerfe und sage, hier komm, nimm, 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 nimm. Und ich habe es eben auch mit den Mauern so gemacht, wo ich am Anfang dann mehr Mauern, Mauern, Mauern. Doch, richtig geil, Mauern, läuft. Und wie gesagt, ich werde ja momentan auch sowas von zugeschissen mit Gold, darf man überhaupt sagen, egal, zugeschissen mit Gold. Und von daher läuft das echt megamäßig bei mir. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Also Verteidigungslog, hier guck mal. Oh, 14.000. Ja, okay. Aber was ist denn das? Das ist nichts. Noch dazu muss ich sagen, bin ich echt überrascht. Ich habe es teilweise, ich habe ja wie gesagt, volle Lager, relativ voll für mein Level, beziehungsweise eben auch für meine Pokis, für meinen Stand, habe ich ja relativ viel. Man wird nicht angegriffen. Geht es euch eventuell auch so? Wie gesagt, das ist so ein Video heute. Einfach kommentieren, kommentieren, rein, rein, rein. Also geht euch das auch so, wenn ihr neu angefangen habt, beziehungsweise relativ weit down seid, dann ist es einfach wirklich so, dass ich teilweise irgendwie 2 Stunden lang gar nicht angegriffen werde, obwohl ich, nein, ich habe kein Schild. Kommt mir total komisch vor, aber finde ich natürlich geil, ganz klar. So, und jetzt gucken wir aber mal rein, wie es bei mir mit den Angriffen aussieht. Zieht euch das bitte mal rein. Klar, jeder andere würde jetzt sagen, hier, ich sage jetzt mal Level 50, Level 60. Oh, freut er sich über 75.000. Oh, hier, aber guck mal. Einfach wirklich hin und her so ein bisschen geguckt und geguckt. Gar nicht erst dieses Kleinzeug. Und die nächste Sache ist die. Ich will, wenn möglich, natürlich immer verlieren, weil ich tue schon alles dafür, um eigentlich pogi-technisch wirklich richtig weit unten zu sein. Und das tut mir halt auch richtig gut. Jetzt gucken wir mal hier einfach mal hier ein, genau den hier, wo wir richtig gut abgesahnt haben. Einfach reingucken und mir geht es wirklich darum, hier ganz normale Base halt. Und einfach nur hier und da hatte ich, glaube ich, genau, da habe ich mir geguckt einfach. Wo geht da was? Wo kann man da was machen? Und einfach nur das Gold gezogen. Der Rest war mir schon scheißegal. Ich glaube, ich war nämlich schon Alex-mäßig wieder komplett voll. Musste ich also nicht irgendwie mehr ziehen. Und dann war ich auch durch ja mit der Geschichte. 75k. Was will man mehr?
Läuft. Und mit den 75k kann ich natürlich jetzt in dem Bereich richtig was reißen. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt kriege ich nämlich schon nebenbei, ihr habt es eventuell klingeln gehört, kommen jetzt nämlich schon die Nachrichten von dem Account. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich bin der Meinung, ich guck mal gerade, genau, ich könnte es nämlich noch gar nicht upgraden. So, aber wir haben ja noch mehr als genug Forschen. Da geht es natürlich auch wieder darum, ich kann jetzt das nächste Labor erst noch mit dem Rathaus höher. Jetzt bin ich ja auf 4. Ich kann dann erst auf 5 wieder höher gehen. Und ihr seht selber, ich könnte ja noch machen. Bloß ich möchte das wirklich erstmal durchziehen. Nur die Troops, die ich wirklich verwende, werden geupt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit. Ich müsste auf jeden Fall mein Alex-Lager machen. Aber ich hatte noch was anderes gesehen. Ich glaube, ich hatte noch. Ressourcen, was war denn noch, was ich noch bauen hätte können? Den könnte ich noch, den könnte ich noch. Ja, von der Luftabwehr, von einer Ballontruppe wurde ich schon mal ein wenig auseinandergenommen, ganz klar. Aber den kann ich auch nur, den kann ich nicht, ja, ist klar. Und ich glaube, doch. Clement? Nee, die müssten die. Ja, da ist auch schon ein. Ich kann gar nicht viel mehr. Also, ich hätte gedacht, dass man defmäßig wirklich noch mehr abranzen kann. Jetzt guckt mal hier. Den würde ich eventuell machen. Nee, ich muss irgendwas für mein Elixier machen, auf jeden Fall. Dann würde ich die nächste Kaserne upgraden. Die mache ich. Dass ich wieder ein bisschen was vom Elix runterkomme. Ja, was heißt ein bisschen? Ja. Ja, also Alex geht gar nicht momentan, das ist so krank. Und jetzt würde ich sagen, weil ich mit dem ganzen Gold doch gar nichts anfangen kann, Jungs und Mädels, wer will es nicht auch mal eine ganze Reihe hochgerotzt? So, haben wir. So, fertig, jo. Weiter geht's. Nächste Reihe, natürlich, warum auch nicht? Dafür kann man Kohle ausgeben. Zack, 30k. Wen interessiert's? So, klar, sind natürlich erstmal, warum habe ich die Mauern so gestellt? Warum habe ich die Mauern so gestellt? Weil jetzt momentan ist es echt vollkommen Banane. Es ist einfach nur hochmaxen, hochmaxen und hochmaxen, ganz klar. Und dann geht's weiter. Goldmäßig kann ich schon richtig was lagern. Da bin ich bei 500k. Das finde ich richtig geil. Und jetzt muss ich natürlich. Ja, ich habe natürlich wieder ein Fail gemacht, aber egal, meine Lager, beziehungsweise ja, meine Armeelager sind ja voll. Dann kann ich ja gleich nochmal einen Angriff starten. Und dann habe ich natürlich wieder genug Gold für meinen Aufbau, für mein Hochbauen der Alex-Lager. Aber wie gesagt, hier ein bisschen hin und her klickern und das war's. Also, das ist einfach mal cool und Pillepalle und ganz easy. Ja, 1400 ist nix. Also, wie gesagt, so 20k wären schon cool. Was brauchte ich? 25k brauchte ich, glaube ich. 11, das müsste passen. Das müsste passen. Ich bin mal ganz vorsichtig, spam mal nicht zu viel. Und guck mal, was die Kobolde machen. Ich warte noch. So, jetzt hat er gerade geschossen. Ja, cool. Das reicht vollkommen. Und ihr seht selber, nicht mal wirklich extremst viel gewastet. Ja, das letzte bisschen Alex nehmen wir noch mit. Zack, zack. Und jetzt nur noch einen mit 2K und dann habe ich wieder das, was ich haben wollte. Also wie gesagt, das ist total easy. Passt. Gucken wir mal, was haben wir hier? Ja, 52 Troops oder 52 Kobis. Läuft. Und am Anfang wirklich nur so eine Gegner niedergemetzelt und mit Riesen angegriffen, war ich froh. Oh, cool, ich kann den platt machen, ich kann den platt machen. Nein, gar nicht. Am Anfang total Banane. Braucht er nicht. So, 1,8. Da, schade, das hätte ich mir da oben ganz easy snacken können. Aber hier haben wir 9K. Guckt mal. Hier können wir ganz soft reingehen, ohne dass uns ansatzweise was passiert. Da brauche ich gar nicht mehr machen. Klar, natürlich außerhalb der Reichweite des Minenwerfers. Ach komm, dauert mir zu lange hier. Zack, zack, zack. Da können wir noch ein bisschen wasten. Und wie gesagt, eben außerhalb der Reichweite vom Minenwerfer kann dir gar nichts passieren.
Kubis sind mittlerweile schon auf 2. Unterschied zwischen 1 und 2 hat man doch schon ganz schön gemerkt, muss ich sagen. Und finde ich natürlich mega geil, ganz klar. So, jetzt haben wir schon wieder 30k. Ich weiß schon gar nicht mehr wohin hier wieder mit dem ganzen Gold. Da kriegen die Kubis gut auf die Fresse. Aber passt. So, ja, reicht jetzt aus. Zack. Brabim, brabum. So, jetzt könnten wir das machen. Aber ich habe 25k. Nee, ich mache noch einen Angriff. Will noch mehr Gold ziehen, dass ich noch mal ein paar mehr Mauern machen könnte. Hier brauche ich gar keine Angst haben, sind aber auch nur 4k. Nee, reicht mir nicht. Ich meine, klar, 4k ist okay, aber dafür kann ich nicht wirklich viel was an den Mauern machen. So 20k und kein Minenwerfer wäre natürlich ziemlich geil. Oder eben Minenwerfer fehlgestellt. Das wäre auch noch eine coole Nummer. Aber man hat natürlich nicht alles, oder beziehungsweise man kann nicht alles haben. Was natürlich mega geil ist, wenn man jetzt einfach einen inaktiven Top-Gegner kriegt. Ich sag mal Level 90. Und der hat zwei, drei Minen außen, die er nicht beschützt hat, ist natürlich der Tag gewonnen. Ganz klare Sache. Auf sowas zielt man natürlich ab. Dass man wirklich einen Gegner kriegt, der schon relativ weit oben ist. Und den interessieren natürlich die 60k nicht wirklich. Er sagt sich, ja, und? Geh mal wieder weiterspielen. Aber wie gesagt, in der Zeit kann man natürlich, ihr seht es ja selber, Level 20 und eben bald, vorsichtig, bald maxed out Rathaus 4. Und wie gesagt, Mauern, die sehen schon relativ nice aus. Und ich weiß das noch. Ach so, nebenbei, ja, warum? Warum? Wie kam das überhaupt, dass ich mich mit meinem Account so krass überschlagen habe? Kann ich euch sagen. Und zwar, ich guck mal gerade, wie voll die Festplatte ist. Nicht, dass ich hier über mein Ziel hinausschieße. Nee, und zwar kann ich euch mal erzählen, wie das kam. Ich war Rathaus 7 und wollte upgraden auf 8, hatte schön Gold gefarmt, bam, upgrade auf 8. Und während dem Upgrade hatte ich eben auch noch Gold über wieder und merke, boah, geil, ich bin jetzt Rathaus 8. Cool. Ich kann ja jetzt, eigentlich habe ich ja genug Gold, um gleich wieder Rathaus 9 hinterher zu hängen. Und das war mein mega Fehler. Das heißt also, ich habe diesen Step Town Hall 8 komplett übersprungen. Und das ist halt eben wirklich dieser krasse Fehler. Weil wirklich Maxed Out Town Hall 8 ist wirklich schon eine Masse. Also was man da wirklich machen kann, wie das Ding dann aussieht, das ist schon eine rattenscharfe Sau, die Base dann. 7000, aber da war der Minenwerfer direkt in der Nähe. Das war mir ein bisschen doof. Klar, das ist Nörgeln auf hohem Niveau, braucht man nicht drüber reden. Und ich verballer jetzt natürlich auch wieder ein bisschen Gold für die Suche. Aber wäre natürlich echt geil, wenn ich hier jetzt nochmal hier 12k einwandfrei. 12k, kein Minenwerfer drin, also kein Flächenschaden. Somit volles Potenzial, richtig Gas geben. Und fertig. So, brauchen wir den Rest gar nicht, weil Alex ist eh leer. So, das können wir dann wieder schön in den Rest investieren. Zack und zack. Und wie gesagt, hier muss ich mir jetzt merken, 10k, na, langsam werden sie teuer. Ja, langsam werden sie teuer. Okay, das war also nur eine Mauer, die ich mir dafür kaufen konnte. Und das war's dann, aber jetzt wird dann dieses Lager wird dann jetzt upgraded. Habe ich noch irgendwas? Nee. Und ansonsten wirklich immer vorher, bevor ihr jetzt, ihr seht es jetzt eben bei mir am Elixier. Ist jetzt nicht so toll, ganz klar. Aber immer sonst probieren, jetzt beim Gold seht ihr das zum Beispiel auch. Einfach vorher, wenn ihr jetzt zum Beispiel noch Mauern bauen könnt oder. Ich dachte auch, oh, was mache ich mit meinen ganzen Scheiß-Ressourcen? Ja, und dann fiel mir ein, naja, komm, hier machst du erstmal hier komplett leer, machst du erstmal ein bisschen Ordnung. Ganz klarer Fall. Hab da die ganzen Sachen abgebaut, hab mir ein paar Gems gezogen dadurch und dann war das okay. Jo, wie gesagt, jetzt knapp 800.000, 850.000 gefarmt und damit kriegt man dieses Objekt hin, ohne Probleme. Einwandfrei.
Das war's dazu. Ist wieder ein bisschen längeres Video geworden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Und ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Reingehauen. Ciao, ciao.